Ja, und los geht's wieder mit der neuen Auflage des Fun Cups. Der Optimale wird gesucht, wo wir das doch alle schon wissen, wer es ist. Aber naja, dabei sind, Wer? ne, na ich, wer sonst? Hat sofort mit dem Witz eingestiegen, ich glaub's nicht. Und wie ihr wieder hört, der gute Veranstalter dieser Möb 112 ist wieder mit dabei. Hallihallo. Ja, was muss denn grüß Und der Gastmoderator, der gute Chessimbi, ist auch wieder dabei. Ja, hallo aus dem Ruhrpott. Und ja, und da eigentlich wollten wir wieder vier Spiele zeigen und haben gedacht, nehmen wir die ersten vier Gruppen und machen eine Konferenzschaltung, aber in Gruppe A hat wieder einer verpennt, unter die 100 Punkte zu kommen. Unter die 100 Stärkepunkte, deshalb Ja, hat er gibt's. eigentlich jetzt genug Zeit, dass er umstellen hätte können. Also ja. Selber schuld. Shit Genau. happens, ja. Und deshalb gibt es aus Gruppe A nur mein Spiel. Kann nur das Bessere sein, deswegen drücke Kann ich aber jetzt auch nur mal. gut sein, wenn du verlierst. Ja, Ah, ich habe das wieder auf hoffen wir mich alle. getippt. Ich habe wieder auf mich getippt. Da läuft das nie wie letzte Saison. Immer wenn ich auf mich tippe, komme ich Minimum ins Halbfinale. So einfach ist das. So. Ja, Bla bla der bla. Aberglaube ist ja. Diesmal in dem Will größeren nicht mal einer in sein Stadion. Stadion? Das Stadion ist doch leer, ey. Ja gut, aber es hat 85.000 Plätze, da hat man nochmal Beinfreiheit. Ja, Keiner will da seine braucht scheiß man sich Mannschaft auch da sehen, das ist nicht. alles. Ja, Bezirksklasse gegen Verbandsliga. Sehr schön. Ja, das Spiel Spiel wird wird auf auf beiden Seiten mit beiden großer Spannung Seiten. erwartet. Ja, Ich war schneller. sagen wir so. Immer mehr. Siehst du, die Und feiern jetzt Rottli schon die beginnt Partie. das Spiel mit einer gelben Karte. Und der Priesus fängt an, wie es gehört, er verschießt. Nee, ich verschieß nicht, der Torwart hält. Er locht nicht Okay. ein, sagen wir so. Wie üblich. Wie es für einen Gastmoderator gehört, er drückt das Niveau. Niveau, Naja. wo? Ja, Ein paar gelbe genau. Karten hat er schon mal. Das war die erste Halbzeit, torlos. Wenn ich bin Komm schon, unfair, was hast du wieder eingestellt? Rocky, Na, Tor na, na, na. für Ja, Rocky, juhu! Rocky! Ein geiler Freistoß, voll in den Winkel. Ach Aus komm, das 22 Metern, yay! ist noch Aber eins muss Zeit. man dir sagen, gelbe Karten sammelst du gut. Ja, Ah, eigentlich. da ist noch Zeit. Ich kenne die 93. Minute. Das ist. Die 88. haben wir schon. Ja. Siehst du aber wieder Oh. Torschance. Juhu, Ende! Keine 93. gibt keine. Der in Anführungsstrichen Optimale hat's verkackt. Ja. Optimale, wie ich schon öfters sagte, der Optimale ist eine der größten Erfolge. Sie sind verjährt. Sie sind verjährt. Die gelten nicht mehr. Ja, nee, aber ich sag mal so, Das es ist kommt. Geschichte erst vor 100 Jahren. Ja, Das erzählt der Große, hat seinen kleinen Kind, ja, wie zu seiner Jugend die Mannschaft gut war. aber vor über 2000 Jahren ist einer am Kreuz gestorben und trotzdem redet man noch drüber. Vergleichst du dich jetzt wirklich mit Jesus? Das hast du angebracht. Ich habe nur den Vergleich angebracht zwischen Mumaino, seinem Opa, der das ihm noch erzählt, und der Story mit, dass meine Erfolge verjährt sind. Also Fakt ist auf jeden Fall, du hast verkackt, wir sind alle glücklich darüber und wir können zum nächsten Spiel. Richtig, genau. Jo, und hier gibt es die Konferenzschaltung. Und ich würde mal sagen, da ich das ja hier mein erstes Spiel so schön in die Tonne gekloppt habe, dürft ihr euch auswählen, wer von euch beiden welches Spiel Ich kommentiert. nehme die Crowds. Ja, dann nehmen wir die Viola Wien. Das war ja eine schnelle Entscheidung. Und ja, dann wollen wir doch mal zusehen, wie das hier abläuft. Oh, Hexenkessel fast voll. Und Viola Wien 100%. Viola, hundertprozentig voll. Ja. So, dann ruckeln wir mal uns durch den Spielfahrerbericht.
eine Rockband sorgt bereits vor dem Anpfiff für super Stimmung. Wir betreten die beiden im Platz. Zweite Minute, Botropolis verschießt. 15. Minute Tor für Matsudo. Heute werden keine Harakiris bestritten anscheinend. Nee. Ah, ich nehme meinen Mord wieder eine neue Mannschaft, kostet die das Spiel. Und hier liegt ein Tor in der Luft, man kann es förmlich riechen. Tor, ich habe schon 3 Stück jetzt. 1-2 wieder für Matsudo. Ja, bei mir ist schon die erste Halbzeit vorbei. Und Tor für Viola Wien, Alberto Aragoneses. Oh, Platzverweis für die Crowd. Eine gelb-rote Karte für Sostene Soeun. Das Spiel irgendwie, also, ich weiß nicht, zu wen die Höfen sind. Zu die Kamerunesen oder zu die Österreicher? Bei mir ist jetzt die erste Hälfte vorbei. Jetzt werden Torschossen am Band verschossen. Und gelb-rote Karte auch hier für Viola Wien. Ja. Bei mir fliegen jetzt auch wieder die Karten. 2 Karten für Matsudo, für Tsuda und Nakano. Was ist mit Nakano? Und Tor! Ja, ah, der Ausgleich. Jetzt wäre ich fast eingeschlafen. Bei mir auch Ausgleich. Die Crowds schießen den Ausgleich und Spiel gedreht. Bei mir ist vorbei. Ausführen jetzt mit 3-2. Und noch ein Tor. Wieder Ausgleich. Der Ausgleich heute sind 3-3. Das war wirklich klasse gemacht. Ja, bei mir ist Lupfer, das Spiel schon längst vorbei. Bei mir ist 1-1 ausgegangen. Und noch eine gelbe Karte für Matsudo. Jetzt ist es bei mir auch vorbei. Ein schönes 3-3. Hat das jemand getippt? Ich glaube nicht. Vor allen Dingen die ganzen gelben Karten schon in meinem Spiel. Hier viele gelbe Karten, sogar gelb-rote Karten. Also es scheint ein wahnsinnig fairer Fun Cup zu werden. Ja, Fun Cup fängt an. Was machen alle? Brechstange. Nö. Direkt die Leiste nach rechts gezogen. Ja. Volle Kanne. Kanne kann er verletzt werden. Also Krauts haben ihre Chancen 100% bei mir genutzt und Matsudo hätte noch einen drauflegen können, haben sie aber nicht. Also von den Chancen her waren schon einige hier 3-5 an Chancen für Botropolis, aber ausgegangen ist trotzdem nur 1-1. Ja. Ja, kurz gesagt, in der Gruppe ist für alle noch alles drin, da komplettes Unentschieden. Weniger Chancen, höheres Unentschieden. Hm. Ja. Und deshalb würde ich sagen, schauen wir mal, ob bei den nächsten Spielen bessere Ergebnisse raus. Also was heißt bessere? Spannendere, richtig. Eindeutigere. Richtig. Ja, und hier haben wir auch schon die nächsten Spiele. Und wie alle hören, setzt diesmal ich aus. Und ich übergebe das Wort auch. Kloppt euch um die Spiele. Ja, ja. Gleich das erste Spiel, nämlich einer meiner Lieblings... aus einem aus einer meiner Lieblingsnationen Mexiko Acapulco gegen einer meiner Lieblingsnationen aus Kamerun die Apachen. Ja, verdammt, schon wieder so schwer. Also, okay, Abrisos red du. Ja, nach diesen Ringelinge Ding Dong Ding kann ich nur sagen, ich nehme das Spiel die Lead Red Sox, auch so ein kleiner Newcomer hier in dem Fun Cup. So ein Kollege. Ja, dich auch. Bus nach England. Genau. Hello again. Und ja, kann ich jetzt mal den Gegner noch ansagen? Welcher Gegner? Den ersten FC Champ nehme ich. Ja, und dann fangen wir mal los. Fangen wir mal los. Hä? Ja. Und zwar in die Leeds Hammer Hall. Mit famosen 1800 Plätzen, die auf 96% voll ist. Also muss sagen, alle sind besser gefüllt als das Stadion von Aprisus. Ja, das stimmt. Das füllt sich erst im Halbfinale, da geht's dann erst los. Und, wieso sitzt du im Halbfinale füllen? Da bist du gar nicht mehr dabei. Ja, erste Minute. Und 6 Minuten für Acapulco. Und bei mir 15. Minute. Bei mir 15. Minute und Champ führt 1-0. Da ist der Torwart machtlos, ja. Der gute Leeds-Torwart, der muss halt noch trainieren. Er hat kein Chuck Norris im Tor.
Und 42. Minute 2-0. Ja, ich sage auch 2-0. Ja, ne? Dein du gehst mit. 2-0. Du gehst mit, ich sehe das schon. Aber bei mir 43. Minute, das 3-0 hier, scheint unser Newcomer doch eine Klatsche zu bekommen. 3-0 ist schon hart. Bei mir steht es immer noch den Ehrentreffer 52 Minuten 2-0. Na, aber jetzt verschießen die Apachen immer ein paar Torchancen. Da ist das Ehrentor durch Abdou Etteka, wenn man das richtig ausspricht, nach einem Konter. Und auch hier ein Tor. Das 2-1 Apachen schließen an durch Thomas Herwe Ateba. Und ein paar Minuten später Acapulco baut wieder aus auf 3-1 und gleich in 81 Minuten wieder ein Tor. Das 3-2 für die Apachen. Und du darfst jetzt auch was sagen, Aprisus. Ja, bevor noch ein Tor fällt bei dir, bei mir 89. Minute das 1-4 für Champ und damit auch der Abpfiff. Und hier der Ausgleichstreffer in der 84. Minute zum 3-3. Apachen holen noch auf. Das gibt's ja gar nicht. Das hätte ich mir jetzt nicht mehr gedacht. Und ich konnte noch schnell mein letztes Tor dazwischen hauen, ey. Meine Güte, was war das für ein Spiel bei dir, ey? Wow, danke. Ja, da ist ein Tor nach dem anderen gekommen. Ja, ja, 6 Tore, das ist schon. Aber torreiche Runde mit Gruppe, würde ich sagen. Hier 6 Tore, bei dir 5 Tore, 11 Tore in einer Gruppe in einem Spieltag. Ja, das kann schon was. Und vor allen Dingen, Lied Red Sox ist Newcomer und macht sich sofort zum Außenseiter. Keine gelbe Karte, kein Gelb-Rot oder Rot. Das ist kein guter Anfang. Ja, doch, sie haben den Ehrentreffer immerhin schon. Ja, aber keine gelbe Karte, das geht doch nicht. Ja, stimmt. Das geht doch nicht, dann Acapulco ist aber Acapulco auch. Ja, wollte ich sagen, sie hat sich das Acapulco abgesehen, aber Acapulco hat sich gerade noch haben 2 Punkte verloren, weil sie haben 3-1 geführt, haben sich die Apachen noch zurückgekämpft. Ja. Haben sagst aber auch du eigentlich, sagst du immer Chance gehabt. Sagst du Acapulco oder sagst du auch Acapulco? Acapulco. Das ist aber ein P. Acapulco heißen die nicht wieder Acapulco. Hab mich schon die ganze Zeit gewundert, ey. Sagt der jetzt Co oder Po? Ich hab's nicht gehört wegen der scheiß Quali hier. Ja, es gibt eine Mannschaft, in Mexiko gibt es wirklich eine Mannschaft, die heißt eigentlich Acapulco. Aber, ja. Das mag sein, aber das ist ein P. Genau. Ja. Habe ich mich vertan? Okay, wird nicht mehr vorkommen. Also Acapulco. Weiter. Acapulco Arsch. Aber vielleicht. Was hast du jetzt gesagt? Vielleicht. Warst du direkt unbeliebt bei denen, ey. Nee, ich wollte das bloß nochmal verdeutlichen, dass das ein Po ist und kein Co. Wieso Po? Das ist ein Fluss in Italien. Ja, er hat Arsch gesagt. Ja, ich dachte, das ist erübrigt. Ja, wenn man in den Fluss in Italien, das ist kein Arsch, das ist ein Fluss in Italien, obwohl sie aus Mexiko kommen. Oh Gott, ich glaube, das wird jetzt zu philosophisch. Ich glaube, wir gehen mal zum nächsten Spiel. Brechen wir es ab, aber nicht die Gruppe D, weil die kommt jetzt. Ah ja, stellt euch vor. Ja, nach diesem wunderschönen Gesprächsbogen, den er hier gezogen hat zwischen den Gruppen, kann ich natürlich nur sagen, ich nehme das Spiel Rotenschwarz-Wilkenburg gegen FC Sando und dann schlage ich den Bogen nach rechts zu Chessenby. Der wird aufgefangen von Blind Beat gegen Wieshausener SC. Genau. Wo geht der Bogen jetzt hin? Nirgendwo, weil Ende ist. Wieder voll gegen die Wand. Wieder zurück in die Teufelsarena. Goldtopf gefunden. Das Stadion ist 140.000 groß, aber hat nur 28.095. Oh Mann. Bester Name. Ja, es ist nur, aber es sind mehr als beim Aprisus da, oder? Erste Aktion in der 0. Minute. Javis Nunes ist verletzt und wieder ausgewechselt. Bloß keiner dafür eingewechselt. Aber bei mir 9. Minute, beide Teams wirken heute motiviert, bis in die Haarspitzen. Natürlich, 10. Minute gelbe Karte, so muss das sein. Ja, bei mir in der ersten. Und 11. Minute, da steht es 0-1. Durch Marcelo de Ateca. Kevin De Pradine kommt nicht am Torwart vorbei. Kevin De Pradine scheitert am Torhüter. Chance für den Wieshausen. Ausgleich! Kevin De Pradine scheitert am Torhüter. 50. Minute Ausgleich, 1-1. Spiel musste kurz unterbrochen werden, dass sich ein Polizeihund losgerissen hat.
Ich bin wieder schon Kevin Depratina. Hallo, der hat schon 4 Chancen und verschießt 4-mal. Ich bin schon in der 72. Minute das 1-2 von Sydney. 13. Minute 1-0. 13. Minute 1-0 für den Wieshausener FC. 80. Minute 1-3 durch Sergej Dejodov. Was für ein einseitiges Spiel. Depradine hat bisher die einzigen Chancen für 6 Stück, glaube ich, schon mittlerweile. Und 1-0 für die nur. Und 87. Minute rot für Michizane Kudo. Wegen grünen Foulspiel. Ich fördere gelbe Karten nach. Ja, die so sammelt Brian Tweet jetzt immerhin. Die gelben Karten gehen an ihn. Bei mir schon Abpfiff. Oh, 51. gelb-rot für Zia von Blind Tweety. Und 75. glatt-rot für, ja, für Blind Tweety. Frank Patrick Dicker. Nichts geleistet, aber 2 rote abkassiert. So läuft's. Er hat keine einzige Torschance, aber 2 rote Karten, ey. Er wollte. Ich glaube, die hatten sowieso nur mit schwacher Stärke hier angetreten. Aber man muss ja auch sagen, so wird man wenigstens nie Außenseiter, ne? Alter, eine gelb-rote, nur rote, das ist bitter. Die hatten nur 70. Ich weiß zwar nicht, ob er noch umstellt, aber das ist jetzt ein Schlag. Ja, das ist schon heftig. Und bei mir, ja, 3-3 Chancen und Sandro hat seine 200% genutzt. Und damit muss man sagen, ja, verdient gewonnen in dem Falle. Auch, aber auch eine rote kassiert. Von daher gesehen, mal gucken, wie dann das nächste Spiel aufgestellt wird. Das Spiel hätte auch 6-0 ausgehen können bei mir. Ja. Also Blind Tweet hat nichts gemacht, er hat wirklich nur die Karten abkassiert. Oh Mann, ja. Wieshausen hat nur die eine gelbe, um nicht Außenseiter zu sein, wahrscheinlich. Direkt in der ersten Minute, zack. Verhältnisse geklärt. Ja, und ich glaube, da haben wir jetzt unsere 4 Gruppen durch und gehen wir mal zur Übersicht der Tabelle. Oder der Gruppen. Und da geht der Bogen zur Übersicht. Ja, was kann man der noch... Der Bogen ist schon kaputt, habe ich dir gesagt. Was kann man noch zu den restlichen Spielen sagen? Da gab es zumindest kein Unentschieden. Das stimmt allerdings. Ey, wirklich, ey. Hat da schon vorher reingeguckt. Ja, sicher doch. Da habe ich auch gesehen, dass ihr beide gegeneinander heute gleich am ersten Tag gespielt habt. Ja, ja, es kann kommentarlos bleiben. Es war vor dem Sieg, vor dem Sache für meine Mannschaft. Also. Die Klappe. Ich habe geführt, wie immer. OFM verarscht mich die ganze Zeit. Jedes Mal beim Fun Cup führe ich und verliere. Nein, ja, das ist zum Kotzen. Ja, wie tut man denn? Man gibt den Gegner immer zuerst ein Leckerli, bevor man richtig niederhaut. Du bist so ein Penner, ja? Halt die Klappe. Was schon einen auf Aprisos hier, ja? Also wenn ihr euch bei den vielen Pieps bei Chessimbi wundert, ey, das war alles nicht ganz jugendfrei. Ja, ansonsten kann man nur sagen, Bergstedt. Genau. Bergstedt. Tick gleich hier aus. Ja, fall nicht vom Stuhl dabei. Dann kann man noch sagen, Bergstedt hat 2-0 geführt und dann hat das Ding doch noch verloren. Auch wenn Mumaino jetzt gerade auch am Rad dreht, aber ich voll. Ey, die jetzt komplett den Faden verlieren. Habe ich mal runtergescrollt und fange ich einfach mit Gruppe A an, weil ich da auch drinne bin. Da sind die Traumtänzer auf Platz 1, genauso wie Rocky 41. Bravo, bravo. Aber aus dem einfachen Grunde, weil auch einer verpennt hat. Okay, 41 ist auf Platz 2, nicht ein. Und ja, ich wollte ja gerade zu der Tour de France kommen. Also. Ne, Traumtänzer, weil plus 3 Tore und Rocky, weil nur plus 1. Dann kommen ich und dann kommt FC Bottrop Eigen 1981. Ja, das ist aber schon, dass du das falsch angekündigt wurdest. Schäm dich! Geh in die Ecke! Pfui! Während ich sowas sagen, hat die Mette die Kurven kratzt. Während ich hier in die Kurve gehe, kann irgendeiner mal Gruppe B nehmen? Ja, die nehmen dann I, weil ja, die mag I. So, da sind, ja, was sind die denn da großartig sagen? Ja, an erster Stelle sind Graz, Matsuru, Botropolis und Viola Wien. Jeweils mit einem Punkt. Tordifferenz alle plus minus 0. Genau, weiter.
der Gruppe C führt der 1. FC Jam. 4-1 gegen den Newcomer Leeds Rocks geschlagen, dann die Apachen, auch zusammen mit Acapulco auf Platz 2. Mit einem 3-3 und ja, und der Newcomer, die Socken sind dann hinten dran noch. Ja, Gruppe D, FC Sando 07 auf 1 mit 3 Punkten plus 2 Tordiff. Und dahinter der Newcomer, herzlich willkommen auch dafür nochmal, Wies, Hauer, Senna, SC mit 3 Punkten. Hausener, einfach nur Hausener, mein Gott. Dann eben so. Nur ja, Tordiff von plus 1. Ist das was Neues, dass der Brüssel keine Namen aussprechen kann? Das ist eigentlich ein Problem, müssen wir nochmal üben, ey. Grundschule hat noch offen. Hier ist heute wieder einer aggro, habe ich das Gefühl. Oh, ich bin nicht aggro. Ich bin überhaupt nicht aggressiv. Champ Line Sweetie mit 0 Punkten Tordiff minus 1 und Rot-Schwarz-Wilkenburg ja auch 0 Punkte und minus 2 Tordiff und damit gebe ich ab zur Gruppe E. Yay, die nehmen Da darf ich sogar mehr sagen. Wahnsinn, Schwarz-Gelb 0-9 Dortmund. Führt mit 3. Na super, führt er nicht alleine. Das sind die Hatchet-Homies. Natürlich. Mit ebenfalls 3 Punkten mit einer Tordifferenz von plus 3. Mit Schwarz-Gelb 0-9 Dortmund. Ein Rang 1, Dritte und 4. Dritte sind erste FC Schnappschuss. Das hört sich nur scheiße an. Ja, nur am Rumstammeln, das ist unfassbar. Jetzt bring mal ordentliche Sätze hier raus, so auf die einfachsten Gruppen, weißt du? Und kriegst es nicht gebacken. Das ist so schön symmetrisch, ne? Und ja. Wir machen das nicht. Los. Platz 1, Schwarz-Gelb 9-9, Dortmund und Headshots, Homies, Platz 3, FC. Erster Schuss und FC. Schon wieder hat das Mal und nochmal. Take 3. Ich streike. Ja, dann muss ich wohl einspringen. Erster FC Schlappschuss und FC Tesch jeweils auf dem dritten Platz gemeinsam. Das habe ich gesagt, schon viermal. Ja, aber du hast sie jedes Mal verlabert. So, und jetzt Gruppe und? N. Ja, lass mich verlabern, wie ich verlabern will. Lass mich doch in Ruhe! In die Ecke heul doch, ey, mein Gott. So, in Gruppe F führst du wenigstens, FC Heising mit 3 Punkten. Ey, du wolltest ruhig sein! Plus 2, dann hinten kommen die knappen 0-4, die ein Tor weniger geschossen haben. Und dann kommt der Helltown, der ein weniger kassiert hat als ich auf dem letzten Platz. Yay! Ja, und Gruppe G, da gehen wir auch schnell mal hin. Das ist Afrika Bambaataa. Und Fockenhusen auf 1, da beide 2-0 gewonnen haben und dadurch 3 Punkte und eine Torte von plus 2. Und dann die beiden Drittplatzierten, nämlich Plinsen Hamburg und herzlich willkommen zu dem Newcomer VfL oder I, man weiß es immer nicht so ganz genau. Borussia Mac Forever, denke ich mal. MG ist das, MG. Oh. MG Forever. Man guckt sich aus der Hood oder was? Mein Gott. Nee, ja, ich bin aus der City. So. beide mit 0 Punkten und einer Tordifferenz von minus 2 und da der gute Heising oder Möb 112 oder Mumaino jetzt nichts mehr sagen wollte, gebe ich natürlich ab zu Chesimi. Okay. Dann haben wir ebenfalls, ich glaube, Newcomer, ne? Die Griechen jetzt. Chalkida Lamsakos auf Platz 1, die 4-2 gewonnen haben. Dann kommt Kingsborn, ist glaube ich ebenfalls ein Newcomer. Auf dem zweiten Platz. So. Mit 3 Punkten und aber auch mit einer Tordifferenz von plus 2. Dann kommt Borussia Bergstedt auf dem dritten Platz und Hassia Massenheim auf dem vierten. Also haben die Polen noch keine Punkte gemacht. Oh. Ist so schuppig. Das macht mich traurig. Ich werde nichts mehr. Ja, also da sind alle jetzt soweit durch. Die Bäden sind auch schon komplett fertig. Oder wer von euch beiden möchte noch sein letztes Wort zu dem Tage sagen? Tage? Kommt nicht noch was? Kommt nicht noch was? Kommt ein Gewinnspiel oder nicht? Ah, siehst du, das habe ich erwartet. Da hat jemand aufgepasst. Damit ab zum Gewinnspiel. Warum brauche ich so einen großen Bildschirm jetzt? So, da ist der Bildschirm wieder standardmäßig da. Und ja, ich glaube, Chesimi kann es einfach nicht fassen, was er sieht.
Ich auch nicht, aber ja. Doch, das kann ich fassen. Der letzte Platz ist fair verdrehen. Aber wie soll ich sagen, ne? Ich, in dem Falle ist noch nicht aller Tage Abend. Ja, Hauptsache ich stehe standardmäßig drinnen. Ja, ne? Obwohl er heute erstaunlicherweise nicht getippt hat. Er wollte die rote Laterne mal bei jemand anders lassen, habe ich das Gefühl. Aber ja, die habe ich. Die habe ich zumindest nicht alleine. Fockenhusen hat es ähnlich gut getroffen. Warum bin ich letzter geworden? Ich bin noch nie letzter geworden. Oder? Jedenfalls bin ich nicht letzter alleine, sondern mit Fockenhusen zusammen mit 18,750 Punkten. Und den vierten Platz kann jemand anders sagen. Na gut, mein Gott. Wenn er will, dann erster FC Schlappschuss mit 30 Punkten. Und dann machen wir einen großen Sprung, nämlich mehr als das Doppelte zu mir auf dem dritten Platz mit 63,75 Punkten. Und ja, mach mal noch einer der letzten. Ja, warte mal, ich habe jetzt überhaupt nicht aufpasst. Sehr gut. Ah, der letzte ist vor Gehusen. Silbermedaille. Ja, Silbermedaille. Silber und Gold musst du machen. Ja. Silber und Gold, habt ihr was, hast du Massenheim, die Polen machen in diesem Tippspiel was richtig. Ja. Und Schwarz-Gelb 09 Dortmund steigt auch auf Platz 1 ein. Aber ich glaube, mit so einer hohen Zahl ist auf Platz 1 noch keiner eingestiegen, oder? Nope. Am ersten Spieltag. Also das ist auch schon mal wieder ein kleiner Rekord. Die ersten drei haben einen großen Abstand zu allen anderen bisher. Ja. Aber wie man, weiß, das kann sich alles noch ändern. Vor allen Dingen. Ich möchte jetzt das nichts sagen, aber nimmst du überhaupt schon auf? Ja. Weil man sieht dann nirgends die grünen Balken. Ach, Junge. Ich erkläre dir das mal in ruhigen Minute. Okay. So. Was ist los mit euch? Aber, geraucht hier. Aber ich glaube, Chesimbi, du solltest die Tippreihe hier vielleicht doch nochmal ändern. Also, dass du gegen mich gewinnst, also... Heute viel durchaus... heute eigentlich ziemlich viel ausgeschlossen, weil keiner von euch so ins Finale kommt. Das muss der sagen, der noch keine Tipps abgegeben hat hier. Also meinen linken Finaltipp hast du recht, den muss ich noch ändern, aber der Gewinner steht schon, glaube ich, richtig. Ah. Nicht nur, wenn er über 3-1 verliert. Ja, komm, gegen dich, ich weiß nicht. Aber erstmal hier Spannung noch aufbauen, ich hole nachher noch alles ein. Ja, okay. Also wie gesagt, mit den Tipps müsst ihr schauen. Da gibt es ja das Erklärbär-Video von Momino zu dem Gewinnspiel. Da werde ich auch nochmal hin verlinken. Und da ist das nochmal ganz gut erklärt, wie das ganze Gewinnspiel eigentlich funktioniert. Was da auf die Regeln geht. So, und jetzt bitte, wer sehen will, Stopp drücken. Wir gehen wieder zurück. Und, oder Pause, dann zurückspulen und Pause. Ich glaube, ich habe einen Fehler beim Eintragen der Finaltipps gemacht. Hast du das nochmal überprüft? Bestimmt nicht, oder? Nein, weil ich dachte, ich arbeite einmal mit Profis zusammen. Ja, das arbeitest du auch, weil ich den ganzen scheiß Rest gemacht habe. Ich glaube, er Fugehusen hat auf sich selber getippt, meine ich. Ja gut, das werden wir gegebenenfalls ändern, wenn dann morgen das nächste Video kommt. Dann wird das gegebenenfalls geändert sein, wenn das so wäre. Also Fugehusen, bitte nicht gleich hier Schmähbriefe schreiben und so. Das, der Fehler stammt vom Chesimbi, deswegen... jetzt schon an den Ampresus, der... Der Link zu seinem YouTube-Kanal zu Daumen runter zu geben, ist unten wahrscheinlich mitgelistet. Und ja... Nein! Und ich will keine Daumen nach unten. Das ist bei Facebook nicht. Ja, und ich sage jetzt da nur, weil Fockenhusen ja heute so die Tipprochade gemacht hat, Ampfiff ist ab der Saison jetzt immer 1800. Also nicht um 5 noch 6 noch meinen Tipp ändern würden, weil da sind die Spiele längst schon abpfiffen. Also im Grunde, kurz gefasst, 17 Uhr und 59 Minuten ist die letzte Möglichkeit, einen Tipp abzugeben. Alles, was später kommt, wird nicht genommen. Wird drauf gerade. Hat der mit jemand auf den Tisch geknallt? Das hat gepasst. Weil es gibt keinen Manager-Anpfiff mehr, es wird nur noch knallhart 18 Uhr angepfiffen. Ja. Damit ihr auch die schönen Videos dann seht und deswegen applaudiert. Genau. So, das wollte ich hören. Und deswegen sage ich,
ja, sage ich von meiner Seite, glaube ich, aus. Achso, das ist was anderes. Was? Ja, passt doch. Also, hier, der eine einschläft, der andere, ich weiß nicht, und ich hier nicht mehr weiß, was ich für Blödheit reden soll, sage ich lieber mal von meiner Seite aus, bis denn dann morgen zu einem neuen Spieltag des Optimalen, wo wir doch alle wissen, wer das ist, in Klammern. In dem Sinne, ja, bis denn dann. Ja, ich verabschiede mich dann auch mal kurz und knackig. Ich muss nicht so eine lange Monologe Rede machen. Tschüss. Ja, dann auch. Bis der Optimale wieder gesucht wird. Ciao.